Dornröschen. Die 100 Jahre Schillen waren für Dornröschen um. Vor dem Tor stand ein junger Mann, der die Klingel suchte. Er fand aber keine. Auf seinem Smartphone suchte er nach einer Einbrechs-App. Damit öffnete er das Tor. Drinnen war es schmutzig und er wunderte sich, ob der Staubsaugroboter wohl kaputt ist. Er zog sich eine Maske auf und lief durch das Schloss. Alle Menschen schliefen und er dachte, die haben bestimmt eine lange Party gefeiert. Danach erkundete er das Schloss, denn er wollte Geocaching machen. Da fand er Dornröschen, die aussah wie beim Fasching. Aus Angst vor Corona hielt er Abstand und schickte über WhatsApp einen Kuss-Smiley. Dornröschen wachte vom Klingeln auf und schickte einen Guten-Morgen-Smiley zurück. Dann fragte er sie, ob sie eine Runde auf dem E-Scooter drehen wollte. Das fand sie toll. Und wenn sie sich nicht verirrt haben, drehen sie immer noch eine Runde.